Problemfeld TNM-Klassifikation. Natürlich haben Sie sehr häufig die Frage, ja, wie soll ich denn die ganzen TNM-Klassifikationen lernen? So, die Lösung finden Sie in den Mindmaps. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Wir hatten das auch gerade gestern in der Live-Session Kenntnisprüfung. Und zwar folgendes. Sie müssen natürlich immer wieder auch einige Aspekte der TNM und anderen Klassifikationen kennen. Ich zeige Ihnen hier mal ein Beispiel. Sie haben hier also TNM des kolorektalen Karzinoms und haben hier die entsprechende Hervorhebung farblich, von denen ich meine, dass Sie die kennen und lernen sollten. Und da sehen Sie, da ist doch einiges auch grau, was ich glaube nicht essentiell ist für eine Kenntnisprüfung. Bleibt immer noch viel zu lernen, aber es vereinfacht die Sache doch erheblich. Und noch eindrucksvoller wird es bei der UICC-Klassifikation, die Sie ja kennen müssen, da die therapeutisch relevant ist und auch sehr gebräuchlich ist. Die basiert natürlich gewissermaßen auf TNM, aber diese einzelnen Aspekte müssen Sie nicht alle lernen. Lernen Sie also all das, was hier so hellblau-grau ist. Das lernen Sie und das lernen Sie bitte auch wirklich. Aber alles andere können Sie weglassen. Das macht keinen Sinn. Und so wird plötzlich diese schwierige Aufgabe möglich. Ich glaube, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, denn Sie haben natürlich es mit einer Menge von Krebserkrankungen zu tun, die Sie lernen müssen für die Kenntnisprüfung. Sie können nicht jede TNM-Klassifikation komplett lernen. Insofern helfen Ihnen die Mindmaps hier erheblich, die Dinge zu vereinfachen, aber dennoch ausreichend gelernt zu haben. Viel Spaß dabei!